Recht herzlich willkommen zur 27. Folge von Planet Nomads. Da war ein Update, wir haben 0.7.5 und ja, so ein paar Items sind dazugekommen, glaube ich. Und wir brauchen jetzt hier noch ein paar neue Teile für die Dingens, den Jack-Tool, dieses, ja, Arbeitsgerät. Dafür brauchen wir. Ne, hier können wir gar nicht die Dinger machen, die Mechanical Parts, ne? Der braucht mal den größeren 3D-Drucker. Gut, okay, dann ist der drinne. Dann müssen wir hier raus. Gehen wir mal rein. Haben wir einen? Weiß ich jetzt gar nicht, oder war es ein Freundspielstand, den wir abbrechen mussten? Aber wir haben gar keinen. Das ist die Fettmaschine. Genau. So, dann wollen wir einen 3D-Drucker herstellen. Und dann gucken wir mal, dass wir den finden. Wo ist der 3D-Drucker denn? Compact Container. Da, Medium 3D-Printer. Genau, den brauchen wir. Machen wir dann auf die 0. So, jetzt haben wir einen Doppelklick weggemacht. Das wollten wir nicht. Dann raus hier, B und die 0 drücken, um ihn hier hinzubauen, oder? Ich denke, das ist gut hier. Okay, dann brauchen wir haben alles. Okay. Fertig ist er. Und jetzt brauchen wir Strom. Das da anschließen. Wunderbar. Jetzt haben wir Strom, aber wir haben keinen Strom oder nicht genug Strom. Okay, dann gucken wir noch mal rein. Oder darf man? Ne, passt schon, oder? Ne, wir haben nicht genug Strom, oder? Ja, sieht wohl so aus. Okay, dann diesen. Ja, 270, 250. 20 Watt fehlen uns. Das müssen wir dann hier noch einen beimachen, oder? Wo ist jetzt der Stromgenerator? Wo ist denn der jetzt? Das ist er. Packen wir dann da drauf. Dann bauen wir den dahin. Kann man die in der Reihe schalten? So. Passt so, oder? Ist eine Frage, ob es geht, ne? Teile haben wir auch dafür. Kein Dings ist der da. Das sehen, kann ich den verbinden sehen? Gucken wir auf der anderen Seite. Sieht doch, das ist eine Verbindung, oder? Aber naja. So funktioniert es wohl nicht. Dann bauen wir den wieder weg. Ganz weg, genau. Und dann brauchen wir hier so einen Connector oder wie das auch immer, Conveyor. Den möchte ich gerne haben. Ne, da nicht hin. Wo tun wir das hinlegen? Auf die 5, die Tür brauchen wir nicht. So, dann bauen wir den da hin. Sonst ist die Strommenü da. Das gefällt mir jetzt nicht. Weg.
Ne, ist immer noch da. So, jetzt. So, jetzt haben wir den. Müssen wir bauen, aber da fehlen uns mechanische Teile. Dann müssen wir... Können den ja erstmal hier ausschalten, oder? Weg und dann hat der Strom. Dann läuft er. Ne, das ist jetzt falsch, das Menü. E. Entschuldigung. Und dann brauchen wir die mechanischen Teile, die sind hier. Da brauchen wir... Was braucht man an den Dingen denn? Wir machen erstmal 4 Stück davon. Okay, Ressourcen fehlen auch, aber Warteschlange geht schon. Eisen und Kohlenstoff fehlt uns dann. Können wir das durchs Fenster kriegen? Nee, na. Dann müssen wir da nochmal hin. Da brauchen wir mechanische Teile. Da müssen wir wohl welche holen, beziehungsweise Ressourcen. So. Öffnen. Das rausnehmen. Da geht's nicht. Shift-Taste und... Nee, da nimmt er alle. Steuerung ist es, okay. Und dann nimmt er das raus. Ja, jeweils 10. Ich dachte die Hälfte, aber es sind nur 10. Nehmen wir auch mit. Aber hier können wir das auch gar nicht bauen, ne? In dem kleinen. Nix. Geht nicht. Okay. Was hier noch? MK1 verrückt. Okay. Na, da fehlt Biomasse. Okay. Dann gehen wir aus dem Menü raus und wieder zum anderen. Nehmen wir die Ressourcen mit. Und dann schmeißen wir das hier rein. Dann kann er auch produzieren, ne? Also das da rein. Das da rein. Und das. Läuft wieder. So, jetzt laufen die. Okay. Einen haben wir. Okay. 2. Dahin und reparieren oder heiler machen. Da ist er. Das ist fertig und jetzt können wir den Biomassengenerator bauen. Jetzt müssen wir den drehen. Aber so läuft es wahrscheinlich auch nicht, oder? T drücken. Ja, der springt jetzt leider nicht an, weil der geht nicht darüber. Der verteilt es nicht. Anderen dahin bauen, oder? Diesen hier, oder? Den machen wir dahin. Dahin war den passend.
Die Ochse. Ne, die ist es nicht. Und dann die. Und schon können wir da was rumbauen. So, fertig. Und dann machen wir hier vorne irgendwo einen Container hin. Da ist der Kompaktcontainer, den packen wir nochmal hier hinten hin. Ah, der war auch auf F4. Da war er, ne? Und lass uns jetzt das dahin machen. Ne, 4 ist jetzt nicht. Das passt da nicht, sondern da ist auch schlecht. Hat er links und rechts auch Konnektoren? Ne, ne? Ne. Dann muss er dahin. Mal gucken, kriegen wir da hin. Aber ich glaube, da müssen wir ein Stück an der Seite gehen. Ne? Ja. Da, drehen. So. So ist da nicht. Oder da? Ne, da. Da, da reicht's. Genau. Machen wir da hin. Teile haben wir dafür. Wunderbar. Läuft und dann das fünfte Teil da hinten hin. Dahin. Und da noch ein. Läuft. T und dann geht's los. Ready. Und da fehlen uns wieder zwei mechanische Teile. Und die können wir aber hier machen. Noch zwei machen. Dann können wir die Biomasse da rausnehmen, ne? Warte mal mit E. Die nehmen wir raus. Und packen das da rein. Dann ist das schon passend. So, jetzt ist der Saft alle. Okay. Jetzt brauchen wir uns diese mechanischen Teile noch. Die müssen wir da rausholen. Hoffen wir, dass die fertig sind. Bauen das und der Strom läuft wieder, oder? Ja, aber der läuft nicht. Warum läuft der nicht? Der läuft falsch rum, keine Ahnung. Also da geht nur einer dran jetzt, oder wie? Gut. Dann der geht nicht. Läuft nur in einen rein oder was? Nehmen wir ein Stück raus. Ein zweites Mal reinpacken, nützt auch nichts, ne? Steckt er ja, oder? Nö. Hat sich aber wohl hier nichts geändert, ne? Gut. Der läuft jetzt also nicht. Keine Ahnung warum. Aber es könnte sein, dass der falsch rumsteht, ne? Okay. Dann müssen wir den vielleicht 180 Grad gedreht machen. Na, komm schon. Und so steht er genau wie der andere. Das heißt, so rum würde er andersrum stehen. So richtig. Ja, jetzt läuft er. Hat wohl damit zu tun. Das ist ein Ausgang und das ist ein Eingang.
Jetzt haben wir genug Strom, erstmal wieder, ne? Läuft auf jeden Fall, ne? So, der ist da drinne und verseucht. Gut. Dann brauchen wir jetzt. Brauchen wir für das Werkzeug da draußen noch Teile, ne? Das falsche Fenster, oder? Ja, ich glaube, das ist da links. Ja, da steht's. Aber kommen wir so nicht dran, ne? Kann man es nicht. Ne, kann man nicht. Das Fenster zwischen. Okay, dann müssen wir wohl raus. Gehen wir rüber, haben wir alles gemacht. Jetzt brauchen wir mechanische Teile und Kompositteile. Die brauchen wir. Aber das ist hier Folge 27. Und in der Folge 28 machen wir das dann. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Schauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.